Herzlich willkommen zu einem neuen Video der RSFM. Ja, aktiver Kaufsignalindikator ist angesprungen. Wir zeigen Ihnen, wie es historisch aussieht. In der Historie vor größeren Preisbewegungen hat dieses Signal immer wieder ausgeschlagen. Wir haben es bereits in der Vergangenheit schon mal auf unserem Kanal gebracht. Er hat sich nun aktiviert. Wir zeigen es Ihnen gleich und wir stehen unserer Meinung nach vor einer massiven Bewegung, wie mal es nach dem Intro. Herzlich willkommen zu einem neuen Video der RSFM. Ja, wir stehen kurz vor einer massiven Bewegung, wie wir es vergangene Woche schon gesagt haben. Zeitlich ist sowas immer super schwer natürlich zu bemessen. Dennoch bleiben wir dabei. Massive Bewegungen. Wir haben unsere Szenarien bereits mitgeteilt. Wir haben heute einige dabei. Ebenso sind Altcoins wieder sehr stark im Kommen. Auch hier ist heute was passiert. Die Bitcoin-Dominance ist zusammengekracht. Auch hierzu ganz, ganz wichtig. Aber die Indikatoren spielen gerade komplett verrückt auf Chartbasis vom ADAS-Chart, vom US-Dollar-Tether, von der Bitcoin-Dominance. Wir zeigen es gleich insgesamt und werden jetzt, bevor wir das Ganze nochmal machen, Ihnen den Hinweis zeigen auf unsere RSFM Crypto Trading Kurs Advanced. Wie gesagt, für alle Trading Fortgeschrittene haben wir nun eine Rabattaktion für unseren neuen Kurs, den wir gelauncht haben. Bis nächste Woche Sonntag haben wir das Ganze verlängert. Sollten Sie Interesse beim Thema Trading haben, finden Sie alle Infos auf unserem Info-Kanal und unterhalb der Videobeschreibung finden Sie auch alle Informationen, auch zur Telegram-Gruppe und. Wie gesagt, wir wünschen Ihnen nun viel Spaß im Video. Starten wir direkt los. Dow Jones, wie sieht es aktuell aus? Wir erwarten nun einen Retest. Dieser Retest sollte sich dann entsprechend mit massiven Long-Bewegungen weiter ausspielen. Wichtig aber, wir könnten zuvor die 36er-Marke weiterhin erstmal sehen. Deswegen auch hier noch keine finale Entscheidung. Jetzt schauen wir mal auf den US-Dollar-Tether. Das ist ja unsere Primärerwartung, die wir jetzt gesagt haben. In dieser roten Box sollten wir nach unten abprallen. Jetzt schauen wir uns mal auf 4-Stunden-Basis an. Was ist denn heute passiert? Sie sehen hier den massiven roten Abverkauf, aber dieser hat sich nicht komplett bisher wiedergespiegelt. Ja. Bei so einem Dump normalerweise bewegt sich der Markt etwas stärker. Jetzt haben wir nur eine Möglichkeit, das Ganze Ihnen nochmal zu zeigen, denn der Bitcoin-Preis eben mit der Dominance ist die einzigste Erklärung für uns, denn diese ist auch komplett zusammengefallen. Wir schauen uns das hier an, das ist unser Szenario, wie wir gesagt haben, ABC. Entweder überhalb der Trendline oder vor der Trendline. Jetzt schauen wir uns auch mal auf 4-Stunden-Basis an. Was ist denn hier passiert? Hier ähnliches Szenario, ist das Ding mal kurz nach unten zusammengerauscht unter die 50er Marke. Ja, ganz wichtig. Wir haben immer gesagt, geht der Kurs weiter Richtung 50 nach oben, werden wir die Altcoins nicht beflügeln, werden wir unterhalb der 50er Marke kommen und uns nachhaltig dort darunter bewegen, haben wir die Möglichkeit, das Ganze hier mit in die Altcoins in der Verteilung zu sehen. Und das ist die einzigste Erklärung, die wir haben, dass die US-Dollar-Tether entsprechend einen Verfall gesehen hat, der Bitcoin-Preis sich nicht so stark bewegt hat, aber dafür eben hier entsprechend die Dominanz und Teile der Altcoins. Wir gehen jetzt direkt weiter in den Bereich des Bitcoin-Chartes. Wir erwarten nun hier massive Anstiege weiterhin. Ja, wir haben hier zwei Szenarien dabei. Wir haben nun die Möglichkeit, und das werden wir live jetzt hier entfernen, eben diesen direkten Push nach unten zu sehen, der ist für uns vorbei. Wir haben jetzt zwei Möglichkeiten, dafür wechseln wir auf den Tageschart. Tageschart 1, wir werden jetzt entweder unserem Count folgen und direkt Richtung 33.000 nach oben ziehen in die Box. Oder Variante 2 ist, wir werden uns, und wir haben das auch schon in der Telegram-Gruppe kurz angepriesen, aber jetzt nochmal im Detail, wir werden uns hier in diesem Bereich irgendwo bewegen, hier bei 30.642 und von dort werden wir nochmal einen Abverkauf sehen in den Bereich der 28.000 und von dort werden wir dann hochziehen. Ja, beide Möglichkeiten sind aktuell offen, das heißt, überwinden wir die 30.649 nachhaltig, dann geht es weiter nach oben. Werden wir von dort rejected, ist es relativ simpel und das möchten wir auch ganz klar sagen, geht es Richtung 28 vermutlich. So viel mal aktuell unsere Meinung. Wir schauen uns direkt jetzt unseren Indikator an. Das ist der sogenannte Hash Ribbon Indikator. Die meisten werden ihn kennen. Für alle, die nicht kennen, können Sie ihn natürlich jederzeit selbstständig sich anschauen. Ganz wichtig, der Hash Ribbon Indikator, kurz zur Erklärung, ist ein Indikator, der hauptsächlich für Bitcoin funktioniert. Er ist natürlich auch auf allen anderen
Märkten möglich, aber wir haben ihn bei der Bitcoin-Historie bereits mehrfach beobachtet und nicht bei x verschiedenen anderen Coins, Aktien, Projekten oder sonstiges. Deswegen nochmal als Hinweis, wir benutzen den hauptsächlich im Bereich Weekly-Basis und natürlich Hashribbon im Bereich des Bitcoin-Preises. Schauen wir es uns kurz gemeinsam an. Wir haben hier unten einmal ein Buy-Signal gehabt und danach sind wir ausgebrochen. Nächstes Buy-Signal, danach sind wir ausgebrochen. Nächstes Buy-Signal war dann der Push von 15.000, 17.000 hier nach oben. Nächstes Buy-Signal ist nun aktiv ausgebrochen. Und jetzt erwarten wir auch, dass der Preis hier weiter ausbricht. Wie gesagt, in diesem Bereich ganz, ganz klar muss er jetzt erstmal über die 33.000, 34.000er Marke kommen. Ganz, ganz wichtig. Und das schauen wir uns jetzt nochmal hier in unserem übergeordneten Chartbild gemeinsam an. Wir haben hier die Möglichkeit, nur wenn wir hier überhalb der 34.000er Marke schließen, dann ist es eine sehr, sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass wir dann weiter Richtung 40.000 gehen. Ja, ganz wichtig, die Extension auch hier in diesem Bereich der 48.000, jederzeit alles möglich. Dennoch, ganz aktuell für uns, muss er erst die 34 nehmen. 34 wird nochmal ein harter Knochen werden, aber unsere Meinung wie folgt. Wir haben nun die Möglichkeit, dann hier in einer 3 werden wir hier rejected, in einer 4, circa vermutlich hier in diesem Bereich nochmal. Ja, so können wir uns das vorstellen. Und dann kann es eine Welle 5 Extension geben, die uns dann da nach oben katapultiert. Ja, das ist die bullische Ausprägung, bullische Variante. Wir haben nun auch den Hashribbon Indicator, der uns auch ja, geflasht ist, kann man so sagen, und der uns auch immer wieder in der Vergangenheit gezeigt hat bei Bitcoin auf Weekly-Basis. Das ist eine sehr, sehr starke Indikator. Wir blicken jetzt auch gleich nochmal auf den Ethereum-Preis, zeigen Ihnen dasselbe. Auch hier erwarten wir den Push, aber jetzt gehen wir nochmal kurz zurück, Bitcoin-Preis. Wir haben hier, schauen wir uns das Ganze nochmal an. Exakt, wir sind hier auf unserem Bullish-Megafon, da wollten wir nochmal kurz Ihnen was zeigen. Wir wechseln hier auf den Weekly Chart. Das heißt auch hier weiter in der Push nach oben. Das wären dann die 33, 34, wo wir gesagt haben, das ist dann auch die Welle Abschluss mit Widerstand. Sie haben es gesehen, dort werden wir etwas rejected und, und. Jetzt nochmal, was wir in der Telegram-Gruppe mitgeteilt haben und das zeigen wir Ihnen. Wir haben es gesagt in dem letzten Update, dass wir hier immer etwas tiefer kommen. Das heißt, erste Weekly Candy, kleiner Peak nach unten, massiver Anstieg. Das heißt, diese Woche sollte es sich für uns ausspielen. Wir gehen jetzt nochmal weiter zurück. Auch hier sehen wir das. Eine Candle, Hammer Candle, auch hier etwas runtergekommen, massiv nach oben. Und so war das in der Vergangenheit die letzten zwei Male. Das heißt, warum sollte es dieses Mal nicht auch so sein? Ja, haben wir eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass wir nun einen Push sehen. Wie gesagt, Sie haben jetzt nun mitbekommen, 30.600 in diesem Bereich werden wir sicherlich jetzt reinstechen. Das ist dann eben die, ja, kann man so sagen, Entscheidungsmarke. Werden wir diese nehmen? Sieht sehr, sehr gut aus. Werden wir diese nicht nehmen? Werden wir auf ca. 28.000 abverkauft werden? Ja, so viel mal dazu. Dann gehen wir nochmal zu Ethereum im Detail. Schauen uns das Ganze selbstverständlich nochmal an. Bei Ethereum haben wir ein wunderschönes Inverse Head and Shoulder Pattern Richtung 2400. Wir haben das jetzt nun seit einiger Zeit hier drauf. Wir sind hier auch im Count. Wir sind untergeordnet, übergeordnet. Alles bullish für Ethereum. Unserer Meinung nach massiver Ausbruch voraus. Und wie gesagt, wir haben auch eine Trading-Vorlage, die aktiv ist im Bereich Ethereum. Die läuft. Wir sind nach wie vor der Meinung, dass das funktioniert. Für alle, die sich fürs Trading interessieren, unterhalb der Videobeschreibung haben Sie die exklusive Trading-Gruppe. Und dann entsprechend unseren BitGet-Link, darüber handeln wir Kryptowährungen. Jetzt schauen wir uns HBAR an, das haben wir auch nochmal mitgebracht. Wir haben es am Wochenupdate und glaube letzte Woche mal besprochen. Wir sind nun ausgebrochen, weiter schöne Higher Highs, Lower Highs, alles wunderbar. Higher Lows, Verzeihung. Und deswegen jetzt der nächste Push in den Bereich der 12 Cent, Korrektur in den Bereich der 9 bis 10 Cent, weiterer Push 18 Cent. Ja? Aktuelles Level für HBAR schauen wir uns gemeinsam an. Liegt hier auf der Unterkante bei ca. 176%. Imminent und danach gibt es einen größeren Abverkauf und dann gibt es einen richtigen Push für HBAR. Ja? Wir haben auch in unserer Telegram-Gruppe kommuniziert heute früh, dass wir gesagt haben, HBAR geben wir definitiv eine Bühne.
Das heißt, für uns ist es ganz, ganz wichtig, wir geben H-Bar eine sehr, sehr, sehr große Bühne im nächsten Bullenlauf. Und unserer Meinung nach ist es auf jeden Fall ein Projekt, kann man jederzeit zwei- oder dreimal nochmal hinschauen, denn wie gesagt, das könnte sich unserer Meinung nach lohnen. Wir haben es getan. Dann haben wir GLQ mitgebracht, war ja ein Projekt, wo man ganz klar sagen muss, wo komplett durch die Decke gegangen ist. Wir schauen mal, was GLQ denn so fabriziert hat im letzten Move. 1700, ja rund mal auf, 1800%. Ja. Jetzt erwarten wir im nächsten Move, wir haben es schon mal vorbereitet, erwarten wir im nächsten Move mindestens 657%. Ja. Das bedeutet, wenn man sich das Ganze mal anschaut, auch auf Chart-Pattern-Sicht, kann man sich das Ganze hier nochmal auch einzeichnen, hat man ein schönes, großes W-Pattern und dann entsprechend auch, wenn wir uns mal das Zieltarget, dieses W-Pattern anschauen, dann würden wir sogar unsere Zielbox überschießen, ja, dann würden wir weit darüber kommen im Bereich der 5-Cent-Marke, ja, das heißt für uns GLQ absolut, sollten die Altcoins ausbrechen, absolute Rakete. Wir schauen uns das nochmal an, Bitcoin Dominance, sollte sich dieses Szenario wirklich bestätigen, dass wir mit der Altcoins hier weiter abverkaufen, mit der Altcoin Dominance, dann wird es in die Altcoins gespült und dann werden die Altcoins explodieren. Und unsere aktuelle Prognose, ganz, ganz, ganz wichtig, aktuelle Prognose, die ist noch keine halbe Stunde alt, als wir das heute vorher kurz besprochen hatten. Wir gehen jetzt davon aus, dass wir, wenn sich das jetzt bestätigt, dass wir das Szenario sehen werden, einen Bitcoin-Push in den Bereich, und das ist absolut legitim, dass wir in diesem Bereich pushen, 33er Marke, und hier dann erstmal seitwärts gehen, ja, oder hier oben seitwärts gehen, dass wir die Möglichkeit sehen, dass die Altcoins mitziehen, ja, und ganz, ganz wichtig, wir haben den Altcoin-Bitcoin-Season-Index auch immer auf dem Schirm. Wir waren die letzten Monate sehr, sehr stark in der Bitcoin-Season. Wir haben uns jetzt aber dazu umentschieden, beziehungsweise der Index geht langsam, langsam, langsam in den Bereich raus der Bitcoin-Season. Wie gesagt, die Zahl erhöht sich hier stetig, aber wichtig noch ist Bitcoin-Season. Aber man sieht bereits, dass die Altcoins hier wirklich Lust haben und dass die Möglichkeit des Zusammenspiels funktionieren kann. Wie gesagt, das sind alles nur technische Analysen. Das sind unsere Analyse, auch Erfahrungswerte, die wir sehr, 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 sehr gerne teilen. Ja. Und ja, hoffen wir, dass sich es ausspielt. Wir würden uns natürlich auch sehr freuen. Auch unser HODL-Portfolio freut sich ebenso wie unser Trading-Portfolio. Wir haben aktuell 4 Future-Trades und 2 Spot-Trades am Laufen, die wir natürlich alle auch kommuniziert haben. Und ja, wie gesagt, wenn Sie das Thema interessiert, sehr, sehr gerne. Wenn es Ihnen gefallen hat, wir freuen uns über den Daumen. Vielen Dank, lassen Sie gerne einen netten Kommentar. Da freuen wir uns auch immer. Und einen schönen Montag. Bis morgen, machen Sie es gut. Tschüss, ciao, danke sehr.